Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In dieser Folge zeige ich euch die zweite Phase des Season 5 Ingame Teasers. Ich zeige euch den Fundort logischerweise, wie bei der ersten Phase schon. Wer die erste Phase verpasst hat, verlinke ich euch hier, könnt ihr noch nachträglich reinschauen. Nachdem ich euch den Spot gezeigt habe, melde ich mich nochmal mit einigen Worten zurück. Viel Spaß! Das ist doch der perfekte Weg. Bist du dumm? So, na, ich komme zumindest schon mal als Erster an. Das ist nämlich wichtig. Ja, nicht viel. Wie in der ersten Folge zeige ich euch natürlich wieder die Standbilder einmal auf Deutsch. Hier sehen wir, dass in der Mitte steht ein Gerät mit Jamie reden. Hier bemerkt man übrigens schon, ich hole hier mal noch die englische Variante rüber. Die deutsche Übersetzung ist manchmal doch sehr, sehr bescheiden. Hier steht ein Gerät mit Jamie reden. Und hier steht Electrical Device, also auf der rechten Seite, Check with Jamie. Check with Jamie heißt für mich nicht mit Jamie reden, sondern dass man mit Jamie wahrscheinlich irgendeinen Bereich abchecken muss. Keine Ahnung. Übrigens in der ersten Folge habe ich behauptet, dass Jamie Watson ist. Watson heißt wohl Natalie, also war das ein Fehler in der ersten Folge von mir. Sorry dafür. Und dann steht weiter drunter noch mehr Tunnel, Westhälfte der Insel checken. Vorab eine Vermutung von mir. Moment, jetzt muss ich erstmal die Telefone hier wieder wegmachen. Wo ist das obere? So, jetzt haben wir sie alle weg. Ich vermute, wer das übrigens nicht weiß, es gibt 6 Teaser-Phasen, das war die zweite. Ich gehe davon aus, denn die dritte Phase soll nochmal genauso ein Handy sein, was man irgendwo auf dem World's Edge wahrscheinlich findet. Ich gehe davon aus, dass alle 6 Phasen im Gesamten ein riesen Puzzleteil oder ein Puzzle ergeben und wir sind dann schlauer. Vorab muss ich aber jetzt für die ersten 3 Teaser einfach mal sagen, man ist doch absolut ahnungslos. Wenn man von diesen ganzen Ingame-Teasern keine Ahnung hat, hebt man da zufällig dieses Telefon auf, weil man es zufällig findet, sieht das und dann ist es schon wieder weg. Du kannst nachträglich nicht nochmal drauf schauen. Dann denkt man sich dann, was war denn das jetzt? Und das finde ich so ein bisschen, ja, nicht so geil, muss ich sagen. Aber wer weiß, was das für ein riesen Puzzle sein wird. Wir werden es sehen. Übrigens, weil ich von 6 Phasen spreche, die nächste Phase, die Phasen haben es übrigens etwas verschoben, die zweite Phase, sprich das Video von jetzt, sollte eigentlich letzten Samstag schon rauskommen. Warum das verschoben wurde, wahrscheinlich irgend so ein Corona-Ding. Tatsächlich sind die meisten Respawn-Mitarbeiter im Homeoffice, ist kein Witz. Die nächste Phase ist am 24. Das wird nochmal so eine Handyphase sein. Die vierte Phase ist am 28. Da munkelt man, dass diese Phase schon mit Lobat zu tun haben soll. Die nächste Legende in Season 5. Und jetzt wird es nämlich ganz interessant. Phase 5 und Phase 6 gehen über einen längeren Zeitraum. Phase 5 startet am 29. und geht bis zum 2. Mai. Vielleicht ist es ein kleines Mini-Event im Spiel. Lassen wir uns da einfach mal überraschen. Und die sechste Phase oder... Was ich mir vorstellen könnte, das ist wie in Season 2. Erinnert euch, wo ihr in dem Wraith-Labor Krypto für ein paar Tage entdecken konntet, wenn ihr diese geheime Tür geöffnet habt. Dann kam ab einem bestimmten Zeitpunkt, ist da Krypto für mehrere Tage immer aufgetaucht, bevor dann letztendlich Season 3 endlich startete. Und es könnte vielleicht sein, dass wir in-game irgendwo Loba entdecken. Das ist eine Vermutung von mir. Und die sechste finale Phase geht vom 3. bis zum 4. Mai. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was da passiert. Habt ihr vielleicht eine Idee? Könnt ihr euch in den Kommentaren wie immer auslassen. Und was ich natürlich nochmal loswerden wollte vom gestrigen Video. Danke an alle Nicht-Abonnenten, die meinem Shoutout gefolgt sind, regelmäßig einschalten, nicht abonniert haben und meiner Bitte nachgekommen sind, den Kanal zu abonnieren. Dass das so viele werden, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Freue ich mich sehr drüber, kann gerne so weitergehen, würde ich mich drüber freuen, unterstützt er mich sehr. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, für dieses Video natürlich auch wie immer einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Den nächsten Livestream übrigens vorab gibt es dann am Donnerstag wahrscheinlich wieder mit Morris und Robert, so wie vorhin. Wenn sie nicht abgesprungen sind, ich nehme das gerade vor dem Livestream auf, der jetzt am Dienstag noch gestartet ist. Und ich denke, mit dem nächsten Video melde ich mich allerspätestens am 25. zurück, denn am 24. muss natürlich wieder nach dem Spot für Phase 3 gesucht werden. An der Suche beteilige ich mich nicht, weil ich einfach keine Zeit habe, die Map zu erforschen nach einem klitzekleinen Telefon. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.